Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crysis 3. Wir sind beim Endboss angekommen, dem Alpha Seth, und also ich hoffe, es ist der Endgegner. Und er hat mich gerade getötet, dieser Miskell. Und ich habe alle Munition schon leer geschossen, weil ich dachte, ich kann einfach auf ihn draufballern. Damit habe ich ihn aber, glaube ich, gar nicht verletzt. Ich muss zwischen seine Ärmchen da schießen und jetzt muss ich mal gucken, wie ich neue Muni finde und wie ich ihn besiegen kann. Nein, ich bin nicht wie du. Ganz und gar nicht. So, da wechseln wir. Ich bin besser als du. Typhon, genau. Und ich werde dir zeigen, was mal, wo die ich ganzen kann. Gegner sind. Da ist noch einer. Komm, zieh ihn doch an. Da kommen zwei Stück näher. Die schnappe ich mir mal mit Tarnung. Hey. So, die Typhon ist ziemlich cool. Dann hacken wir mal hier das System. Ein bisschen Unterstützung hier drin haben. So, oh, eine Granate, das ist nicht sehr gut. Ich muss irgendwo Deckung finden. Ich bin hier rüber. Die war eigentlich gar nicht so schlecht. Schauen wir uns nochmal um. Oh, den da hinten sollten. Oh, Handgranate! Oh, Panzerung an. Die Energie wieder hochkriegen. Das Mistvieh. Da kommt er näher. Und da ist er. Boah, runter hier. Ziehen wir es durch. Schwachpunkt wo? Erstmal den Granatenwerfer wieder. Boah. Keine Muni mehr drin, das ist schlecht. Aber hier ist noch eine. Boah, schon wieder leer. Ich brauche irgendwoher Muni. Hier ist alles weg. Aber wir haben noch einen Rocket Launcher. Ah, der nicht aufgeladen ist. Super. Wirft er die jetzt weg? Bäm! Vorstehender Angriff ist nicht gut. Ja, schnapp dir mal eine von den Panzerfäusten. Boah, die sind alle schon benutzt. Nicht gut, Energie niedrig. Ich brauche irgendwoher Muni. Ja, Verwundbarkeit. Dann würde ich sagen, wir machen das mit dem Bogen. Schalten wir hier auf Sprengen. Ja, was ist das? Sehr gut. Oh, da zieht er mich wieder ran. Schnell A drücken. Ah. Körperboom ist die. Ist er down? Ist er down? Ich will es hoffen. Ui,
ist da jetzt so ein Tearing-Problem? Ja, Mann, Psycho! Michael! Ah, scheiße. Abgestürzt. Das ist für das Raptor-Team, du Hurensohn. Ja, Mann. Bam. Okay, wie es aussieht. Ja, alle Seth werden gerade zerstört. Sehr gut. Michael! Michael, raus da mit dir! Ich sitze in der Falle. Dieser verdammte Kurs klebt. Ich rette dich. Halt aus, Partner. Michael! Halt durch! Ich hol dich raus! Keine Zeit! Wir sind zu spät gekommen! Sie sind durch! Ich werde dich da rausholen! Bars! Halt durch! Michael! Halt durch, Mann! Der Anzug! Ich kann nicht! Verdammt, Bugs! Es ging nie nur um den Anzug! Bugs! Bugs! Was seid ihr bereit zu opfern? Als sie mit dem Nanosuit zu mir kamen, opferte ich Lawrence Barnes, den Mann, der ich war, und wurde Prophet. Prophet! Prophet! Die vielleicht beste taktische Kampfmaschine seit Menschengedenken. Nur Befehle befolgt? Ist der überhaupt ein Mensch? Du könntest genauso gut eine scheiß Maschine sein. Aber wenn man alles geopfert hat, um eine perfekte, kalte, harte, logische Maschine zu werden. Und diese Maschine versagt. Was passiert dann? Bugs! Halt durch! Jeder hat eine Wahl. Wenn Prophet versagt, was bleibt dann noch? Sie haben etwas, Prophet. Bugs! Halt durch! Etwas, das die Seth nie haben oder verstehen werden. Lawrence! Es geht nie nur um den Anzug! Bugs! Halt durch! Lawrence! Tja, die ganze Einheit draufgegangen. Die Naniten in ihrem Anzug sind frei. Das heißt, sie können sich in alles verwandeln. In jede erdenkliche Form. Okay, immer noch nicht zu Ende. Totale, orbitale Vernichtung. Tja, da hier noch nicht... Ah, okay, ich kann auch keine Pause machen. Jetzt hätte ich nämlich einen Break gemacht. Keinerlei Möglichkeit, irgendwas zu machen. Der geht von ganz alleine hier. Sensor Upgrade. Dann hacken wir das mal. Ziel wird erfasst.
Also das steuere ich gerade nicht selber, es wird von alleine. Okay, jetzt kann ich steuern. Okay, das lässt sich beschissen steuern. Was ist das denn? Tja, das soll wohl hier ausgleichen. Bam! Totale Vernichtung, wie es aussieht, ist das schief gegangen und die Erde wurde gerade zerstört. Na gut, dann würde ich mal sagen, machen wir einen Break. Bis zum nächsten Mal und dann schauen wir uns hoffentlich das Ende an.